Herzlich willkommen, ihr Lieben. Dies ist das Exclusive, wovon ich gesprochen habe. Und zwar hier habe ich eine Pokémon-Schatzkiste. Und zwar, die ist vor ungefähr circa 2 Wochen erschienen. Und in dieser Schatzkiste befinden sich folgende Sachen. Wie ihr bereits sehen könnt, haben wir hier ein Shiny Mew und ein Pikachu. Und ja, gehen wir mal weiter jetzt zu dem Inhalt. Hier steht alles, was da drin ist. Und zwar eine Pokémon-Schatzkiste, eine Fundgrube voller Pokémon-Schätze. Diese robuste Metallkiste enthält mehr als ein Dutzend toller Pokémon-Leckerbissen, von denen einige nirgendwo anders zu finden sind. Habt ihr das gehört, ihr Lieben? Hier gibt es Sachen, die findet man nicht einfach hier und da. Und zwar der Sammelkoffer. Schimmernde Legenden des Pokémon-Sammelkartenspiels enthält 5 Booster-Packs des Pokémon-Sammelkartenspiels. Schimmernde Legenden, ihr Lieben. So. 3 holographische Promokarten mit Pikachu, Latios und Latias. Eine coole Pokémon-Münze. 2 bunte Stickerbögen. Ein Sammelalbum zum Aufbewahren deiner Lieblingskarten. Nice, da könnte ich zum Beispiel die schimmernden Mons, safen. Jo, 1 Pokémon-Notizblock und 4 Stifte. Eine Codekarte für das Pokémon-Sammelkartenspiel online. Ist das nicht Hammer, ihr Lieben? So sieht das gute Stück von hinten aus. Da kann man einen Genesect in Shiny sehen, ein Shiny Rayquaza und hier sehen wir ein ganz normales Mewtwo. So, ihr Lieben, wir machen mal dieses nette Stückchen auf, weil am meisten habe ich mich auf diese Sache gefreut. So. Mir gefällt es auch, dass man so einen Koffer dazu bekommt, weil in diesem Koffer kann ich wiederum viele Sachen aufbewahren, die ich in den Tinboxen aufbewahre. Ja, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr seid jetzt auch gespannt, denn sowas habe ich zum ersten Mal und so einen Koffer mache ich jetzt zum ersten Mal auf. Also, was Pokémon-Kartenspiele angeht. Weil ich kann mich echt nicht mehr daran erinnern, wie es damals war in der ersten Generation. Schon vieles verdrängt. So, wir konzentrieren uns jetzt auf dieses Opening. So, das erste, was wir sehen, sind die 3 Karten. Eine Pikachu-Karte, eine Latios-Karte in Holo und eine Latias-Karte in Holo. Und hier ist die Spielmünze und das ist ein Mew. Ist ja süß. Kann ich das mal schnell posten? Na, ich glaube, das reicht, dass ich das jetzt so gezeigt habe, weil das ist gerade schwer rauszunehmen. So, was haben wir hier noch? So, hier sind die Booster-Packs, ihr Lieben. Hier sind die Booster-Packs. Mewtwo, Shiny Mew und Shiny Mew. Ja, wir haben 3-mal Shiny Mew, dann fangen wir mal mit Mew an, dann ein Mewtwo, dann nochmal Mew, dann nochmal Mewtwo und dann nochmal Mew. So machen wir das, ihr Lieben. So, und jetzt, hier sind die 4 Stifte. Nice, die haben original 4 Stifte reingetan. Und die Stifte, wurden designt, indem sie ein Shiny Genesect, Shiny Mewtwo, kann man das gut erkennen? Ja, ihr könnt das aber erkennen, ne? Hier ist ein Rayquaza, da ist ein Mewtwo und da und hier, genau hier, ist ein Genesect. Ja, bei dem, da ist ein Pikachu, ein Shiny Mew, ja, so wie das Cover von dem Koffer. Nice! Man könnte solche Stifte gut für die Schule oder für Studium gebrauchen. So, was haben wir jetzt? Oh, ist ja schön. Schaut mal. Ist doch mal nice. Einfach mal so ein Bildchen mit Pikachu und Shiny Mew. Kann man ja als Dekoration verwenden. Oder ich glaube, das ist ein Sticker. Ja, genau. Ne? Ja, genau. 2 bunte Stickerbögen. Stimmt ja. Stand ja da drauf, dann müsste hier noch einer sein. Da ist er sogar. Hier. Da ist der 2. Stickerbogen. Diesmal mit Shiny Rayquaza, normales Mewtwo und ein Shiny Genesect. Mal schauen, was ich mit diesen beiden Stickerbögen machen werde. Oh, schaut mal hier. Schaut mal hier, ihr Lieben. Ein Notizbuch. Oder ein Notizblock. So cool, da kann ich halt drauf schreiben, wie viele Soft Resets ich schon gemacht habe. Bei Ultramond wollte ich demnächst
die Ultra-Bestien oder allgemein die legendären Pokémon Shiny Hunten. Ich bin schon richtig gespannt drauf, ihr Lieben. Dann kann ich das hier dafür benutzen. Was haben wir hier noch drin? Ah, hier ist das Sammelalbum. Och, wie niedlich. So ganz klein und bescheiden. Ist ja nett. Lass mal reingucken, ihr Lieben. Ja, ist doch cool. Da kann ich ja hier die schimmernde Legenden, Holo-Karten reintun. Ist doch nett. Wie ist eure Meinung? Die würde mich sehr interessieren. Seid ihr zufrieden mit dem Inhalt? Also, ich finde es nett, sage ich mal. So, ihr Lieben, jetzt kommen wir aber zu dem Hauptteil. Und zwar zu denen hier, ihr Lieben. Es wird langsam Zeit, dass wir wieder Booster Packs hier auspacken. Wir fangen an mit dem Shiny Mew. Diesmal gab es keine DX-Karten, die wir auf Safe bekommen haben, sondern drei Promokarten. Hier nochmal. Sorry, ihr Lieben, ich würde die gerne jetzt einzeln euch zeigen, aber ich glaube, in den letzten Videos habt ihr bemerkt, dass ich schon wieder so lange brauche beim Auspacken und die sind wieder so komisch eingeschweißt oder beziehungsweise schwierig reingebracht. Das bedeutet, dass es mir schwerfällt, die jetzt in Ruhe locker rauszuziehen. Ich möchte sie nicht jetzt kaputt machen oder was auch immer. Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. So. Dann fangen wir mal an, ihr Lieben. Ich wünsche mir, dass wir richtig schöne Karten ziehen werden. Aber Holo-Karten haben wir auf jeden Fall sicher. Das ist schon mal ganz klar. So, noch einmal fokussieren. Ein bisschen die Box leiser drehen, damit das nicht so laut ist im Video. So, fangen wir an mit Zorua. Dann machen wir weiter mit Plusle. Bisasam ist auch am Start. Bisaknosp ist auch da. Flunschlick. Eine Energiekarte Wasser. Eine Trainerkarte Super Anziehungskraft. Krippbock. Fuecro. Oh, Plusle ist die Reverse-Karte und die Sternkarte. Oh, hammer nice. Ein schimmerndes Genesect. Yo, schaut euch mal den kleinen Stern an, ihr Lieben. Seht ihr das? Wie der leuchtet? So. Krass, Leute. Nice one, ein schimmerndes Genesect. Richtig toll. Nice. So, wir machen weiter mit diesem Booster Pack. Cool, ich bin jetzt schon zufrieden. Ja, mir geht es auch ehrlich gesagt gerade darum, meine Sammlung, was die schimmernde Legendenkartenreihe angeht. Ich möchte sie sehr, sehr gerne voll bekommen. Ja. So, jetzt machen wir weiter mit dem zweiten Booster Pack und wir haben noch drei weitere. Oh, eine GS-Karte wäre schon cool. Ich hatte richtig Bock darauf, ehrlich gesagt. Minnon, Rosana, Bisaknosp, Knilz, Kanimani, eine Energiekarte Metall, Fuecro, eine Trainerkarte Pokémon-Fänger, Golgantis, Knilz ist die Reverse-Karte. Oh, Raichu GX, ja nice one. Ich habe jetzt Raichu GX schon vor einigen Tagen gezogen, aber ist mir ehrlich gesagt egal, weil ich hier gerade gesagt habe, ich wünsche mir so gerne eine GX-Karte und ich bin jetzt schon zufrieden. Das ist cool. Das ist cool. Ob ich diese Karte schon habe oder nicht, das spielt jetzt keine Rolle. Mein Wunsch war es, eine GX-Karte zu ziehen. Nice. Machen wir weiter mit dem dritten Booster-Pack. Shiny Mew. Ehrlich gesagt bin ich sehr, sehr glücklich darüber, weil diesmal gab es von meinen Boxen aus nicht diese komischen Geräusche, wenn man irgendwie angerufen wird oder was auch immer. Und mein iPhone ist bis jetzt auch nicht runtergefallen, beziehungsweise auf den Tisch gefallen. Das beruhigt mich, ehrlich gesagt. Weil in den letzten beiden Parts ist mir das zwischendurch mal passiert, das war... Oh. Aber was soll's, passiert. Bisasam. Bisaknosp. Oh, ich dachte, jetzt kommt dieser Floor. Flunschlick. Kanimani. Flamiau, eine Energiekarte Finsternis,
Trainerkarte Superball, Irokex, Trainerkarte Schadenstransporter. Was ist die Reverse-Karte? Oh, Golgantis ist die Reverse-Karte und die Sternkarte ist... Ja! Oh, Hammer! Geil! Leute, ich bin total zufrieden, denn diese Karten habe ich noch nicht in meiner Sammlung, weil ihr kennt das ja selbst. Wie oft zieht man dieselbe Karte noch einmal? Und bei mir sieht das bis jetzt okay aus. Also es gab eine Karte, von der habe ich 4 Stück, und zwar Raikou. 3 Stück habe ich jetzt selbst und 1 habe ich schon verschenkt. Und ich meine, das hätte jetzt auch so enden können, dass ich jetzt auch in diesen Booster Packs wieder dieselben Karten bekomme. Daher bin ich sehr zufrieden, weil diese Karten habe ich noch nicht in meiner Sammlung. So, ihr Lieben, wir machen jetzt weiter mit Mewtwo. Dies ist der vorletzte Booster-Pack. Ich bin schon gespannt auf die Sternkarten. Boah, ich habe jetzt wieder voll viele Codes am Start. Das bedeutet, nach diesem Video mache ich mich an die TCG Online Spiel ran. Ich wollte schon Spiele sagen, an das TCG Online Spiel ran, genau. So, Tyrakrok, Surokex, Mietzunda, Plusle, Bamelin, Energiekarte Psycho, eine Trainerkarte Superanziehungskraft, Impergator, Fuecro, und die Reverse-Karte ist Plusle und die Sternkarte ist Zekrom. Ja, nice, man. Warum nicht? Zekrom habe ich schon, aber ein zweites Mal schadet nicht. So, ihr Lieben, jetzt habe ich noch diesen letzten Booster Pack und mal schauen, was wir ziehen werden. Aber ich muss sagen, bis jetzt, ich bin total zufrieden mit dem Inhalt, mit den 3 Promokarten und auch mit den Karten, die wir gezogen haben. Besonders mit dem schimmernden Genesect, mit dem Raichu GX und mit dem E-Weltteil. Richtig cool. Richtig cool, ihr Lieben. Ich wollte mir auf jeden Fall nochmal, wenn ich es hinkriege, nochmal 2 schimmernde Legenden-Top-Trainer-Boxen besorgen. Wenn ich das haben sollte, dann wisst ihr Bescheid. Ich werde dann dazu halt einige Videos hochladen oder beziehungsweise aufgenommene Videos hochladen und dann können wir das uns gemeinsam hier auf dem Kanal anschauen. Surokex, Knilz, Baldorfisch, Flunschlick, Bisasam, eine Energiekarte Pflanze, eine Trainerkarte Superanziehungskraft, Trainerkarte Didi, eine Trainerkarte Pokémon Züchterin, Bisasam ist die Reverse und die Sternkarte ist Palkia. Nice one. Palkia habe ich auch schon, aber jetzt habe ich es zum zweiten Mal und daher ist das nicht so schlimm. Okay, ihr Lieben, ich zeige euch nochmal ganz schnell die Reverse-Karten. Bisasam, Plusle, nochmal Plusle, Golgantis und Knilz. Hier sind nochmal die Promokarten mit der Spielmünze Mew. Pikachu sieht voll cool aus, finde ich. Und hier haben wir nochmal einmal Zekrom in der Holo-Karte, Palkia ebenso, E-Weltteil auch, sehr schön, die Holo-Karte, die hat mir noch in meiner Sammlung gefehlt. Alola Raichu ist auch wieder am Start, sehr schön, eine GX-Karte, das macht mich zufrieden, und ein schimmerndes Genesect, dazu sage ich nur wow. Okay, ihr Lieben, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, der Content auf meinem Kanal gefällt euch auch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und wenn ihr mit dem Content, was ich hier euch oder beziehungsweise was ich auf meinem Kanal liefere, wenn ihr etwas damit anfangen könnt, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Ansonsten würde ich euch sagen, macht es gut, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Video. Haut rein!